Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Heute mal wieder eine Runde Story. So, sind wir im Lager angekommen. Bei der letzten Folge Herrn Granger. Tja, wir wollten ihn eigentlich nur befragen und fotografieren. Aber er wollte Stress. Dann würde ich sagen, in dieser Folge. Machen wir uns mal auf die Socken. Richtung Strawberry. Werden den Kollegen hier dann in der nächsten Folge befreien. Und mal schauen, was uns auf dem Weg passiert. Hier im Lager ist er ja nicht immer so schnell unterwegs. Mal hier nochmal artig Hey. grüßen. Hello. Thanks, Pearson. Enjoy. I'm starving. Ja, hier auf das Messerspiel habe ich keinen Bock. Okay, girl. Oh, rauf aufs Pferd. Und uns dann mal in die Richtung bewegen hier. Ah, wir reiten mal andersrum. Keep your eyes peeled, Marston. Also mal eine schöne, ruhige Runde am Sonntag. Und dann hat er die da hinten aufgescheucht. Yep. Denn das müssen wir ja noch erledigen. Oh, was macht er denn hier? Hey there, Mister. Hello. Ah, okay. Kann ich das. Na, ich wollte gerade sagen, das kann ich nicht mehr rufen. Und die kann man sowieso nicht rufen. Also wird das nichts hier. Oh, die Nordkröte werden wir nochmal verfolgen. Das habe ich nämlich bestimmt auch noch nicht gemacht. Denn, sage ich das mal eben. Also wir müssen noch zwei Stadtbewohner überfallen. Einen Schatz entdecken, okay. Oh, noch einen Gegenstand mit Salbei herstellen. Und noch ein Tierchen. Nach dem Anpfeifen quasi sauber erledigen. Dem ziehen wir jetzt nur das Fell über die Ohren. Dauert ja mal ein bisschen. Und das ist ja das Schöne an der Story, ne? Das geht alles so eins nach dem anderen. Was wächst denn hier? Ah, Kettenwurzel, das nehmen wir auch noch mit. Wer weiß, wofür wir es gebrauchen können. Ne? Die Taschen voll, dann essen wir es mal. Kann ja nicht schaden. Ne? Ich dachte, es sei ein Taschenhörnchen, aber nur ein Stein. Oh, ich liebe die Story. Das ist Entspannung am Sonntag. Vielleicht sollte ich mir angewöhnen, sonntags immer eine Folge Story zu machen. Da kann man so richtig schön entspannen.
muss man auch nicht lang jagen. Was sitzt denn da? Was sitzt so ein Hase? So, mit dem Hasen ist es natürlich am einfachsten. Oh, 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 was haben wir da? Da. Eine Eule kann ich nicht untersuchen. Bin ich zu weit weg. Schade, schade. Also, Töne heute. Ah, Schwarzbären oder Grizzlybären. Also, da war ich stehen geblieben. Da hat mich die Eule abgelenkt. Da. Im Hasen ist es deswegen am einfachsten. Weil der garantiert auch direkt nach einem Schuss liegen bleibt. Ne? Jetzt kommen wir da oben, glaube ich, am Trapper vorbei, ne? So, hier machen wir mal Platz. Wagen am Vorfahrt. Seht ihr da oben jemand stehen? Da. Da. Da werden wir mal kurz. Da könnte es sich um einen Schatzsucher handeln. Ja. Erstmal gucken, ob wir das Pferd kennen. Wir auch noch nicht. Das können wir auch noch untersuchen hier. Ich zeige euch eben, wo das ist. Hier ist das. Da. Kann man einen Schatzsucher finden. Da ist er. Hey there. Sweet Juniper and boy, oh. Das war ein guter Auftritt, ne? This is as nice as I'm gonna ask. Hand it over. Now. Whoa, whoa, whoa. Ain't no need for that. Take it. It's cursed anyway. So. Mussten wir nicht mal Gewalt anwenden, ne? Jetzt gucken wir uns die Karte mal an. Okay. Ah, ja, 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 ja. Das kennt man auch. Aus der Online-Variante. Dann geben wir jetzt mal alle Fälle beim Trapper ab. Ist hier oben. Da ist er schon. So, verkaufen. Davon können wir eh nur 10 mitnehmen. Ne? Lassen wir mal 2 hier. Ich glaube, da können wir auch nichts mitmachen. Genau behalten. Genau haben. Oh, perfekte Eichhörnchen. Kadaver. Gehen wir mal 1 ab. Ich glaube, also mit den Vögeln in gut kann man sowieso nichts machen. Okay, ran into a glut of these, did you? Die hauen wir mal raus. Geierfeder. Auch haben. Sure. Auch haben. Habe ich Feder, geben wir auch mal eine ab. Adlerkralle. Kormoranfeder, komm. Oh, alles nicht. Utan Federn. Bisschen hier Fleisch verkaufen. Alright, can't hurt to be stocked up with these. Feder brauchen wir auch nicht. Wachtel, die können wir glaube ich erst rupfen oder so. Abendfedern. Yep. Hasenfell perfekt. Haupttierköder, das brauche ich alles gar nicht. Wasserköder brauche ich auch nicht. Das Großfellfleisch behalte ich mal. Ich mach auch mal Gänsefeder, brauche ich auch nicht. Hahnfeder gibt's bestimmt einen Hutschmuck für.
auch haben. Pleasure doing business with you. Das hier, Löwenfeder, Fasanfeder. Jetzt geht's los hier. So. Und jetzt gucken wir mal. Quality hide makes the hardiest clothes around. Kleidung, verstärkte Ausrüstung. Haben wir da alles eigentlich gekauft? Ja, geht noch nicht. Scharfschütze geht auch noch nichts. Waffenexperte sowieso nicht. Bandit haben wir ja noch nicht zu Ende gezockt. Müssen wir ja noch zwei Bewohner überfallen. Das ist der Jäger. Entdecker können wir auch. Haben wir schon. Unterkenner. Ja, Überlebenskünstler. Aha. Da wird jetzt nichts. Sättel, Gegenstände. Sorry, wo waren denn die Hütchen? Ah, stinkt hier Berghut. Nee, bin ich nicht so schick. Oh, was gibt's hier? Oh, können wir das Hütchen verschönern? Ja, komm, das machen wir mal. Da sieht man, man kann auch hier in der Story jede Menge Dinge sammeln und dann richtig Kohle ausgeben. Die Weste ist schick. Was machen wir da? Ein Widderfell, perfekt. Oh, Puma. Aber so ein Widderfell? Oh, die Weste, das gefällt mir richtig gut. Und jetzt gucken wir mal, ob wir was mit Salbe herstellen können. Am Feuer ausruhen. Starke Schlangenöl, das ist mit Tabak. Habe ich keinen Salbei mehr? Anscheinend nicht. Nö. Oh doch, hier. Wenn es nur irgendein Gegenstand ist, dann geht ja auch das. Hoffe ich. Oder stand da Tonikum? Herstellen. Ah, da ist es. 7 von 7 Gegenständen mit Salbei hergestellt. Das waren einfach nur Gegenstände. Und als nächstes sammle 5 Pilze und verfüttere sie an dein Pferd. Okay. Wollen wir erstmal gucken. Habe ich vielleicht sogar schon? Pilze, Mais, Äpfel, Pfirsich, Zuckerwürfel, Klettenwurzel, Pfiffer. Oh nee. Riesenschimpelse, die wachsen an jeder Ecke. I'm sorry, girl. Eins. Ah ja gut, das ist einfach jetzt, ne? Oder müssen es verschiedene sein? Das checken wir jetzt mal. Ob wir. Da, läuft schon. Füttern wir das andere Pferd auch mal. Ja, das sind so Fleißaufgaben, ne? Nochmal. Gehen wir mal rein ins Pferd. Erledigt. So, jetzt sammeln wir aber hier Aufgaben, oder? Last chance to buy or sell. Stelle 9 Gegenstände mit Indianertabak her. Okay. Dann fangen wir mal an. Da ist es. Oh, da brauchen wir 3 Stück. Wollen wir noch Indianertabak sammeln ohne Ende. Aber ich muss ehrlich gestehen, der Hutschmuck gefällt mir nicht.
plantation up in the Grizzlies. I lived with them for a few months. Old Rainsfall was always talking. Ah, der Kollege erzählt auch gerne viel, ne? Not sacred or anything, just a really big wolf. Dann müssen wir halt wieder Indianertabak sammeln. Revolvermunition, Gewehrmunition, repetier. Ja, machen wir mal hier. Brauchen wir uns auch mal was, dann wissen wir auch, wohin mit dem Tier fährt. So. Ich ändere doch mal eben hier den Hutschmuck. Ja, das ist ja übertrieben hier. Nein, das war von okay, let's take a look at it. Kaufen. Nothing quite like wearing your best day's work. Gibt's nicht irgendwie so ein schickes Hütchen irgendwo? Oh. Okay, da brauchen wir einen legendären Alligator, das wird natürlich. Naja, die meisten Hüte sind jetzt nicht so. Oh, der ist nicht schlecht. Oh, der ist doch schick. Perfektes Wapiti-Fell. Das kann man machen. I ever saw belonged to a trapper up in Roanoke. Albino beaver fur. Softest thing I ever touched. Also das ist echt ein bisschen übertrieben, oder? So, das geht. So, hier ist nur so ein bisschen Schmuck. Thank you for your help. Dann werden wir uns jetzt mal weiter Richtung Strawberry bewegen. Seht ihr ihn? Weißkopfseeadler. Den wollen wir ja nicht kaputt schießen. Also, diese Waffe. Jetzt geht er ab. Denn wir wollen, dass wir die Pferde da wegpfeifen. Möglichst viel von dem Tierchen haben. Ich glaube, mein Pferd hat es gleich hinter sich hier. Das war knapp. Jetzt verkaufen wir den noch. Und dann schlagen wir ein Lager auf. Und machen Schluss. Das meine ich. Das ist eigentlich das Schöne an der Story. Das ist, ich denke, für einen Sonntag genau das Richtige. Jetzt gucken wir mal, was kriegen wir für so einen perfekten. Ja, so schnell bin ich zurück. Jetzt kriegen wir denn so einen perfekten Adler hier. 1,75, ist nicht schlecht. Come on, girl. So, weiter geht's. Denn in der Story ist es so, wenn ihr das Tierchen nicht direkt verkauft, sondern am Pferd hängen lässt, das gammelt euch am Pferd irgendwann fällt's ab. Oh, was haben wir da? Hey, Mister. Hey, you can't be here. Oh, okay. Oh, don't mind me. Ich hatte keinen Bock. Yeah. Ja, das Navigationssystem sagt, wir sollen rechts rumreiten. Machen wir aber nicht. Wir wollen uns ja hier schließlich ein bisschen umschauen, ne? Irgendwann, wir reiten an der Grenze zu Blackwater, ne? Da hinten. Muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Ist auch die Uhrzeit. Da wird es oben angezeigt, ne? Also wir werden uns da nicht aufhalten. Wir werden
uns jetzt hier noch ein bisschen umschauen. Ob hier irgendwo was ist, was wir einsammeln können. Eigentlich müsste es hier ja... Hier ist doch, also online sind hier immer jede Menge Ratten, ne? Ich könnte auch als Arthur hier wirklich Stunden... Oh, ein Brief. Stundenlang spielen und durch die Gegend laufen. Okay. Aha. Gut. Oh, was steht denn da Gutes? Ah, schwarzgebrannter. Und gerade als Arthur kann man wirklich alles gebrauchen. Ne? Kokain-Kaugummi. Ja, dann. Sind wir mal nicht so, ne? Was habe ich denn jetzt genommen? Das hätte ich nehmen müssen. So. Steht hier. Run, 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 okay. Aber ich weiß, es hier keine. Da ist es, was ich suche. Eine Wanderratte. Immer verfolgen. Und erledigen. Weil wir alles sammeln müssen hier. Da rennt noch eine weg, das ist aber egal. Ist da noch was? Nö. Dann. Wir werden dann sicherlich noch ein paar Pflänzchen einsammeln hier. Da wächst jede Menge Zeug. Was haben wir denn da? Ackerminze. Jetzt machen wir uns hier noch eben die Taschen voll. Denn wer weiß, was wir als nächstes zusammenbasteln sollen am Feuer und dann fehlen uns nachher die Zutaten. Ein bisschen Schafgarbe. Oh, da haben wir schon genug von. Ziehen wir dem erstmal das Fell über die Ohren, da hinten wächst noch mehr Zeug. Und dann machen wir wirklich Schluss, ne? So, was wächst da noch? Ackerminze haben wir jetzt die Taschen voll. Und hier Himbeeren. Auch die Taschen voll. Und da können wir jetzt mal in die Gegend rüber schielen, da hinten. Da dürfen wir nicht hin. Hier mal gucken, ob hier was liegt. Nee. Da hinten. Da dürfen wir nicht hin. Doch, ich glaube einmal. Zeige ich euch auch mal auf der Karte. Genau. Könnten wir hier rüber reiten. Da sieht man sie schon. Gesetzeshüter. Wenn wir hier hin wollen, ist es, glaube ich, einfacher. Wir machen das von hier aus. Dann müssen wir hier nicht. Warum? Das gibt ja nur Theater. Und bei der nächsten Folge schauen wir uns... Wo ist das denn? Ich glaube, hier so um...
Da ist, glaube ich, so ein Wildtierfotograf dann. Dann machen wir das zuerst, bevor wir hier den Kollegen befreien. So, das war eine weitere Folge der Story. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.